Willkommen zurück zu Bowser's Fury, hier auf der Schlitterschanze, die seit dem letzten Part vollständig ist. Ein Blick auf die Karte dürfte mir verraten, wo ich als nächstes hin muss. Dieser Schmusekatzensee, der ist irgendwie überall. Das sind die, die keinem bestimmten Gebiet zugeordnet sind. Die habe ich bisher immer als sonstige verbucht. Okay, dann haben wir hier noch den trügerischen Turm und daneben gibt es sogar nochmal ein Gebiet, das ich bisher noch gar nicht erkundet habe. Ja, muss es ja geben, wenn mir noch so viele Insignien fehlen. Zack. Oh, das sieht interessant aus. Sieht auch nach einem Job für die Katze aus. Ich werde es mal ohne machen. Für den Anfang? Auch wenn ich nichts sehe. Ah, das ist doch kein Loch. Glück gehabt. Jetzt muss ich mich aber beeilen, wenn ich das noch in der Beeilung liegt der Fehler. Ist das nicht immer so? Häufig. Ah, die Katzen-Koopas sind so niedlich. Egal. Challenge gefällt, direkt nochmal. Aber das ist ja toll, dass man sich das jedes Mal wieder angucken muss. Das ist eine zusätzliche Motivation, es nicht nochmal zu failen. Jetzt kenne ich ja den Weg. Ich muss trotzdem gucken. War da nicht eine Abzweigung? Sorry, dass ich es jetzt wahrscheinlich nochmal verkacke, aber wo führt denn das hin? Ach, das gehört zu dem Turm. Das ist ja mal, wie nennt man das? Eine Finte? Ein Trick? Böswillige Unterschlagung von Informationen? Irgendwie so. Man kann das echt nicht überspringen. Nintendo. Die und ihre Cutscenes. Das ist schon heftig. So, hier. Hier geht's lang. Ja, das Momentum in der Luft, das ist manchmal echt merkwürdig. Oh, hier ist nochmal ein extra Weg. Geschafft! Gerade noch rechtzeitig. Pass auf, wo du hintrittst, hieß das. Das ist echt ein passender Name. Immerhin kann man das überspringen. Ah! Sauerei. So, jetzt, im letzten Part hat das irgendwie nicht so richtig hingehauen, die Sachen zurückzusetzen und mir die nächste Aufgabe anzeigen zu lassen. Bin mir echt nicht sicher, ob man dafür durch das Tor laufen muss oder nicht. Und vor allem, wie weit man sich eigentlich davon entfernen muss, damit es einem wieder angezeigt wird. Vielleicht muss man doch irgendwo hingehen, wo halt das nächste Gebiet ist. Kann ja sein. Manchmal geht's super schnell. Und manchmal muss man sich voll weit davon entfernen. Machen wir halt das. Die Kraxel-Arena. Krach mit Katzen. Bum, bum. Oha! Das ist also tatsächlich so eine Art Kolosseum hier. I like. Sieht voll cool aus. Doch wo ist der Eingang? Wo kann ich bezahlen? Wo kriege ich mein Ticket? Vielleicht hier. Das sieht nach einem Ticket aus. Entspannung. Tja, Plessy. Hatte der wirklich schon immer Katzenohren hier in Bowser's Fury? Das ist mir echt neu. Okay, es funktioniert wohl so nicht. Es hat keinen Eingang. Dann mache ich mal das, was man mir sagen wollte mit Kraxel Arena. Auch nicht. Wieso komme ich da nicht rein? Das ist bestimmt geschlossen wegen Corona. Schade, dass man nicht schneller schwimmen kann. Hier! Ich hab den Eingang gefunden. Wo ist Bum Bum? Er taucht jetzt bestimmt hier auf. Hi. Auch er hat es sich nicht nehmen lassen, sich in ein Katzenkostüm zu stecken. Bedeutet das auch, dass er besondere Moves drauf hat? Oder ist er immer noch der gleiche Lappen wie früher? Im Moment sieht's noch nach letzterem aus. Vielleicht soll ich ihn mal angreifen lassen. Um das zu bestätigen. Ja, ich möchte seine Lappenhaftigkeit auf den Prüfstand stellen. Auf dem weißen Hintergrund sieht man ihn echt nicht gut. Oh. Klassische Moves. Einfach von 3D World rüber kopiert. München! Ich mag Münzen in Kreisform. Die sammle ich immer gerne ein. Gibt's denn auch Katzenpampam? Wäre irgendwie total unfair, wenn nicht. Aha, hier löst sich was auf. Ein Hase. Gut, dass ich mir das jetzt nicht mehr merken muss, weil es bestimmt auf der Karte vermerkt wird.
Dann sammle ich noch das da drüben ein. Hui, ja. Null Problemo. Das ist halt auch eine perfekte Gelegenheit, um das Gebiet zu verlassen und dann anschließend wieder zurückzugehen. Diese kleine Nebenaufgabe. Wow. Voll drauf teleportiert. Diese Hasen. Die haben vielleicht ein Tempo drauf. Ja. Krieg ihn trotzdem. Noch bevor Wut-Bowser auftaucht. Ich will Wut-Bowser und die Arena zusammen kombinieren. Schauen, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich hat meine Orientierung was dagegen. Hier ist noch mehr. Das war vorher aber nicht da. Katzenpompom! Da ist sie. Heißt sie jetzt eigentlich Pompom oder Pampam? Ich kann mir das nie merken. Das eine ist Deutsch, das andere ist Englisch. Oh, nice Stein. Kriegt er mich hier? Knapp nicht! Seinen eigenen Sohn hat er wieder unter Beschuss genommen. Oh, wie heiß das aussieht. Diese Lichteffekte in dieser Arena. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sie hat ihren Shuriken mit Glitter bestäubt. Wird ihr das was nützen? Ich habe so das Gefühl eher nicht. Oh, aber die Farbgebung macht es schwieriger, die richtige rauszufinden. Es sei denn, sie steht direkt neben einem. Keine gute Strategie. Ich glaube, ich werde mich an dieser Musik niemals satt hören können. Aber vielleicht gibt es ja hier dann alle möglichen Bosse. Würde sich durchaus anbieten. Und da hinten ist nochmal so eine Spezialinsel, die auch nur da ist, wenn Wut-Bowser am Start ist. War jetzt hier oben irgendwo noch so eine Katzenmünze? Ich meine fast, ich hätte da was gesehen. Während der Cutscene. Das ist auf jeden Fall wie für mich gemacht. Secret? Hier ist was für Junior. Wäre das nicht cool, so einen magischen Pinsel zu haben? Einfach zweimal über irgendwas drüber klecksen und schon hat man ein Kunstwerk. Könnte man wirklich Geld mit verdienen. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie Bowser seine Armee finanziert. Ja, die ganzen Luftschiffe und Schlösser und Burgen. Es kostet bestimmt eine Menge Geld. Nummer 4. Natürlich habe ich eine übersehen. Bestimmt die irgendwo in einer Nische versteckt. Obwohl, so auf den ersten Blick sehe ich mal wieder nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann halt außen. Außen ist immer fies. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht entdecke ich ja was, wenn ich die nächste Insignie hole. Das bietet sich auch immer an. Einfach das zu machen. Ich sehe tatsächlich nichts. So schade es auch ist. Yes! Wunderschön. Das erinnert mich ein bisschen an die Delfin-Verwandlung aus Donkey Kong 64. Ich bin hier falsch. Der Bogen war etwas zu groß. Was kriege ich als nächstes? Wieder mal nix. Ja, dann hilft's wohl nichts. Muss ich die Münzen finden? Ich krieg immer noch Tutorials. Ist das jetzt dein Ernst? Ach, immer diese Münzen. Das ist ja schlimmer als Crocs zu sammeln. Tauchen kann man ja nicht. Hinter der Arena? Ja, komm, das war klar. Bin ich nur nicht auf Anhieb draufgekommen. Oh, man kann sich hier nicht festhalten. Ha, geht auch so. Ja, dann kann die letzte ja eigentlich nur ganz oben irgendwo sein. Sonst bin ich enttäuscht. Da habe ich mich zwar jetzt auch schon umgeguckt, aber wohl nicht gut genug. Wie kommt man denn hier ohne Katzenanzug hoch? Gar nicht. Deswegen heißt sie Kraxel-Arena. Muss nochmal alle Zinnen abgehen. Vielleicht ist da auch so eine Aussparung irgendwo drin. Hier vorne vielleicht? Da hätte ich sie hingemacht. Oh! Wieso kann ich mich nicht... Ich kann mich nicht.
Was für ein Sprung! Der war herrlich! Yes! Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ausreicht, um Bowser zurückzuschicken. Tut es! Er war schon da. Yahoo! Wenn er das nächste Mal auftaucht, probiere ich mal so eine Giga-Glocke aus. Würde mich schon mal interessieren, was man davon hat. Vermutlich überhaupt nichts. Aber solange ich es nicht ausprobiere, kann ich es ja nicht wissen. Kunstvoll. Also, Akrobatiker hätte ich nicht werden sollen. Letzte Runde gegen Katzenbumbum. Noch mehr Katzenbumbum-Action. Ja, wie sich das hier einfach laufend verändert. Das gefällt mir wirklich. Aha. Da hinten ist noch eine Insignie. Irgendwas mit Wutblöcken. Und jedes Mal ist es erneut eine Herausforderung, den Eingang zu finden. Vielleicht ist er ja an der gleichen Stelle wie letztes Mal. Möglich ist es. Nicht komplett ausgeschlossen. Dass das aber auch so ungünstig hier liegt. Den Architekten werde ich garantiert nicht beauftragen, falls ich mal ein Haus bauen möchte. Wow. Ist das nicht der gleiche Weg wie gerade eben? Schon irgendwie. Das schaffen wir auch so. Mhm. Oha. Das ist ein Problem. Wie stellen die sich das denn vor? Kamera? Huh. Da unten hat es noch mehr Bomben. Nehmen wir am besten so eine. Darf ich noch mal eine haben? Das hat niemand gesehen. Ich will wissen, was mit den Fragezeichen passiert. Ja, das gibt wahrscheinlich so eine Treppe. Und nur mit der schaffe ich das dann. Aha, jetzt wird's knapp, weil sich die erste schon wieder auflöst. Hab ich's mir doch gedacht. So wird das nie was. Ich muss warten, bis alle weg sind. Perfekt. Kann sich nur noch um... Jetzt, warum? Geht das immer gegen die Wand? Nein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich leide. Sowas macht mich wahnsinnig. Echt jetzt. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Ja, das Spiel hat sich jetzt irgendwie gerade umentschieden, wie die Steuerung funktioniert. Ist in Ordnung. Ich glaube, diesmal wird's was. Ich habe große Hoffnungen. Es ist offen. Jetzt kriegt er aber. Auch wenn es sehr gefährlich aussieht auf dieser Stachelarena. Da gibt es ja gar keinen Spot, wo man sicher ist. Aha, es kommt auf mich zu. Trotzdem nicht ungefährlich, wenn der jetzt... Aha, das wollte ich wissen, ob er von den Stacheln abprallt oder nicht. Jetzt kommt sogar noch... Was ist das denn? Eine Kopie? Betrug? Sowas habe ich nicht. Ich will auch eine Doppelkirsche. Jetzt ist er da drüben eingesperrt. Die Nulpe. Nee, nee. Passt schon. Stacheln? Mhm. Aber bevor ich die jetzt einsammle, gehe ich nochmal da draußen, oder? Kann ich das überhaupt? Oder bin ich hier eingesperrt? Ich bin hier tatsächlich eingesperrt. Ja, dann hilft's nichts. Weil die hinter den Wutblöcken will ich natürlich auch noch haben. Und genau für diesen Fall gibt's das Amiibo. Mhm. Ausgang, wo bist du? Der war eigentlich hier oben. Wenn sich das nicht auch geändert hat. Yes, endlich. Endlich habe ich mal was auf Anhieb gefunden. Also. Tut mir leid. Ich weiß, du hast gerade dein Nickerchen erst begonnen. Fast selber auf den Kopf geworfen. Ja, das hat noch nicht ganz gereicht. Bisschen mehr Anstrengung ist vonnöten. Ja, das ist ein sehr guter Winkel. Ich verstecke mich mal eben hier. Ah, ich finde das so cool.
Ja, wenn der Himmel rot ist, dann schießt er sowieso die ganze Zeit. Und bingo, so schnell kann's gehen. Trotz laienhafter Ausführung ist ein weiteres Gebiet komplett. Ich würde mal gerne hier hinfahren. Das ist von der Arena aus im Süden. Kann ich mir das merken? Für 5 Sekunden. Irgendwo in die Richtung. Man muss halt ständig auf die Karte gucken, ne? Sonst fährt man doch dran vorbei. Was ist denn das? Schatten von oben? Ein bisschen. Ich bin ganz nah dran. Was könnte es denn sein? Oh, sag mir jetzt nicht, das ist gar nicht hier unten, sondern tatsächlich irgendwo viel weiter oben in der Luft. Die Insel ist es. Und gerade eben hat man sogar irgendwelche Plattformen gesehen. Aha, wo führen die denn hin? Auf so eine komische Wolke. Die Wolke da hinten ist es allerdings nicht. Vielleicht muss ich das hier öffnen, damit das funktioniert. Ich größte Probleme, von Plessy abzusteigen. Ja, das ist natürlich ziemlich dämlich, ne, wenn man das Bowser-Amiibo nicht hat. Weil da hätte ich jetzt zweimal lange warten müssen. Oh, danke, Junior. Großartige Arbeiten. Ja, das müsste es eigentlich sein. Ich hoffe es einfach mal. Wow! Nice! Wow, guckt euch die Aussicht an. Und dann noch der Blick auf Wut Bowser, der sich natürlich wieder verabschiedet. Ich hoffe, da sind keine Lücken drin. Das wäre so fies. Ich rechne trotzdem mal damit. Na du, da unten? Alles in Butter? Der verzieht sich wieder von selbst. So nicht! Inselpanorama. Ein weiterer passender Name. Ja, da wollte er sich gerade zurückziehen. Habe ich irgendwas davon gesagt, dass ich die Gigaglocke einsetzen wollte? Es war gelogen. Hi? Ist das hier auf einmal ein Hitchcock-Film geworden? Die Vögel. Ich würde mich jetzt wirklich gerne hier wegschleudern, auch wenn ich nicht weiß, wo ich dabei rauskomme. Ich hoffe, da unten. Nein! Dieses Timing. Ach, den Boost habe ich aber trotzdem bekommen. Jetzt kann ich nicht mehr damit aufhören. Ich krieg das nicht hin. Was muss ich denn dafür machen? Ah. Ja, das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Jetzt bin ich hier irgendwo mitten im Ozean. Ist gar keine Insignie. Habe ich mal wieder geschielt. Schade. Ich habe im Moment 69. Will ich das wirklich aufgeben? Hier ist auf jeden Fall noch eine. Schwer zu sagen, ob sie sich oberhalb oder unterhalb der Brücke befindet. Da ich aber sowieso unterhalb bin, werde ich auch erstmal unterhalb gucken. Irgendwo in die Richtung. Ja. Hier ist aber nichts. Sieht nicht danach aus. Richtig fies wäre es natürlich, wenn sie da oben auf so einem Vorsprung wäre. Nicht ganz auszuschließen. Ich gehe mal kurz nach oben. Zack. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum die mir nicht schon früher aufgefallen ist. Wenn sie tatsächlich da oben sein sollte. Denn die Schlitterschanze ist ja komplett. Ich halte mal nach Nischenausschau. Das wäre schon kein dummer Ort, die da unten zu verstecken. Würden sie das wirklich machen? Die... Oh! Einer vom Suchtrupp, vom Toad-Suchtrupp. Verschanzt unter der Schanze. Die habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Die geben also jeweils eine Insignie und dann kann man sich wahrscheinlich, wenn man alle gerettet hat, bei Toadette nochmal eine abholen. Ich verstehe. Da drüben ist auch nochmal eine, direkt bei der Gigaglocke. Das wird schon noch ziemlich anstrengend, die alle zu finden. Und tut mir echt leid, wenn ich andauernd auf die Karte gucken muss, aber wie gesagt, eine Minimap hätt's getan für mich.
Hat es vielleicht was mit dem Kätzchen? Es hat was mit dem Kätzchen zu tun. Das war also auch keine einmalige Sache. Da unten gibt es noch eine super Katzenglocke. Die brauche ich für den Moment nicht. Ah. Stoppt die Krokodilstränen. Ich habe hier was für dich. Oh. Das war's nicht. Hier gibt's noch mehr. Uff, die können ja überall sein. Ich hoffe, die sind nicht böse versteckt. Macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied, ob ich Münzen suchen muss oder Kätzchen. Doch, macht natürlich einen riesen Unterschied. Kätzchen sind viel niedlicher. Vielleicht hier. Der Cooper hat sie entführt. Nein. Tja, ich kann mich an weitere dieser Kätzchen erinnern. Nur weiß ich nicht, ob die jetzt für die gedacht sind oder ob sie schon wieder zu anderen zählen. Ich glaube, das lasse ich mal offen. Und wenn ich zufällig über eine stolper, dann bringe ich die hier hin. Macht den Eindruck, als wären die jetzt nicht in allernächster Nähe. Oder war hier drüben noch eine? Eine kleine, süße Katze? Nein. Wieso hängen hier eigentlich Bowserblöcke mitten in der Luft? Ist das auch was? Das ist was. Dann komm doch mal kurz her. Mein Freund. Großer Dicker. Aha. Das gehört sogar noch zum trügerischen Turm. Das ist perfekt. In Deckung! So war das eigentlich nicht gedacht, aber... Jetzt ist er wirklich wie ein Haustierchen. Ich kann ihn rufen und wieder wegschicken, wie es mir beliebt. Er ist zwar ein Gott in dieser Welt, aber ich kann ihn trotzdem kontrollieren. Was macht mich das, frage ich euch. Ha! Unendlich mächtiges Geschöpf. Mhm. Wuhu! Mehr Plessi-Münzen. Eine scharfe Kurve. Aber das ist immer fies, wenn man zwischendurch mal absteigen muss. Was ist das für ein riesiger Pokey? Den muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. Vielleicht versteckt der noch was. Gib Gas! Ich will Spaß! Ja, gerade noch. Wieso denke ich immer, das sind Insignien? Ich meine, auf die Entfernung könnte man es denken. Plessi-Medaillen-Hamsterei. Gut, dass es kein Toilettenpapier ist. Mhm. Alles klar. Ah, da hinten. So ganz weit oben an der Map. Was könnte das denn sein? Dafür muss ich mich in die Richtung drehen? Nein, noch nicht ganz. Hier, das da. Oh, das ist interessant, weil ich das nicht kann. Zumindest vorhin habe ich es nicht hingekriegt, mich von den Dingern richtig abzuschießen. Man muss tatsächlich im richtigen... Nein, muss man nicht. Weil manchmal lässt er halt nicht los. Und andere Male schon. Sehr, sehr verwirrend. Jetzt zum Beispiel. Vielleicht lasse ich den Control-Stick nicht schnell genug los. Ja, dass das so geflickt wird. Da ist ein Captain Toad-Typi. Hör auf zu rennen. Immer diese Übermotivation. Tautrupp, Schiffbruch. Ja, fragt man sich, wie der hier gelandet ist. Er freut sich, macht keine Anstalten, von dieser Insel zu fliehen, lebt das Leben eines Robinson Crusoe. Vielleicht ist er auch einfach nur ein riesiger Katzenfan. Fresst ihn! Oh Gott. Das ist zu cool. Ja, dann hätten wir wenigstens auch rausgefunden, was das ist. Und diese ausgegrauten Ausrufezeichen. Schwer zu sagen, was es mit denen auf sich hat. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mich hierhin warpen, dann hier rüber gehen und dann zur Propellerfestung. Klingt das nach einem Plan? Irgendwie muss ich mir mal einen Plan zurechtlegen. Aber es macht auch Spaß, einfach drauf loszugehen. Ich hoffe, das ist das, was da hinten so leuchtet. Vielleicht ein Hase. Definitiv ein Hase. Nein! Trollololololol. Stellt euch vor, sowas gäbe es in Mario Maker. Das wäre der absolute Overkill.
Boost! Da hat der Hase nichts entgegenzusetzen. Wo läuft der hin? Ach so, doch, hier war ich schon mal. Dass man das aber überhaupt nicht sieht von der anderen Seite. Wie schnell ist denn der? Hab dich. Fang den Hasen am See. Hab ich gemacht. Boah. Der Zähler der Insignien geht eigentlich ganz gut nach oben, oder? Zwei Parts für 25. Dann vielleicht nochmal zwei obendrauf. Je nachdem. Weil 100 sind es ja insgesamt. Und wir sind zurück. Gegen die Zeit Flug durch den Frost. Das mache ich jetzt noch. Als Abschluss. Kurzer Blick. Wo sie mich hinhaben wollen. Da hinten ist so ein Gegner. Ah, da ist ein Schalter. Dann benutze ich den mal. Der Gegner hätte mich fast abgelenkt. Was muss ich tun? Ist es eine gute Idee gewesen, dass ich den Propellerhelm aufgezogen habe? Ich schätze. Joink. Ah, oh, das ist cool. wo bin ich? Kamera lässt mich mal wieder im Stich. Und der Katzenanzug. Nein, warum? Das ist der Power-Up-Overload. Man hat so viele Funktionen, wenn man gleichzeitig das Katzenkostüm und... Nein. Den Propeller auf dem Kopf hat. Deswegen wechsle ich jetzt mal schnell auf den Tanuki. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass man das auf die Art und Weise machen muss. Im Gegenteil, es wirkt eigentlich hochgradig verkomplizierend, hier entlang zu gehen. Aber ich habe irgendwie so den Ticken, Sachen zu machen, wie sie von den Entwicklern gedacht sind. Zumindest manchmal. Nicht immer, aber häufig. Geschafft! Flug durch den Frost. Das ist sogar die richtige. Hey! Ja, Bowser. Ja, gut. Okay, dann machen wir den halt jetzt auch noch. Ich gehe noch mal kurz hier raus. Lass mir anzeigen, was die nächste Insignie ist. Ah, es ist der rote. Das ist ungünstig. Habe ich hier gerade eine Katze gesehen, die mir feindlich gesinnt ist? Hab ich. Ah, man kann den Propeller nicht mitnehmen. Dann hätte mein Plan vom letzten Part gar nicht funktioniert. Den Propeller zurück zum anderen Gebiet zu nehmen und da... Kann man ihn durch die Hosenträger fahren? Ist aber keine gute Idee. Was macht denn der da hinten bitte? Der versucht mich zu zertrampeln. Was für ein Trampel. Oh oh. Ja, gerade noch rechtzeitig hinter dieses Ding gekommen. Da oben ist so eine Insel. Da will ich eigentlich hin. Ich möchte erfahren, was es damit auf sich hat. Ach, ich bin wieder nicht weit genug weg gewesen. Man muss halt echt in ein anderes Gebiet gehen, ne? Sonst wird es einem nicht angezeigt. Wieso bin ich hier jetzt so ungünstig platziert? Das ist Eis, deswegen ist das so. Ich hoffe, er löst sich nicht auf. Ich kann ihn nämlich wirklich gut gebrauchen. Das Licht ist auf der anderen Seite, dann müsste ich hier sicher sein. Mhm. Ja, wenn man nicht sieht, wo der Strahl herkommt, dann kann man sich immer ein bisschen daran orientieren. Wo ist denn diese komische Insel da oben? Sag mir jetzt nicht, ich komme hier nicht hoch. Einmal kurz absinken. Ich schaff das nicht, ne? Wie habe ich das dann beim ersten Mal gemacht, hier hochzukommen? Hier sieht so aus, als sollte man da hoch, aber es ist halt nicht machbar. Also gut, dann gib mal schnell Katzenkostüm. Please. Weil das ist irgendwie die einzige Möglichkeit, jetzt hier hochzukommen. Nice. Perfekt. Ich weiß, ich sage immer perfekt, auch wenn es alles andere als perfekt ist. Ist das vielleicht so eine Glücksinsel sogar? Das wäre jetzt irgendwie tragisch, wenn ich nur eine davon mitnehmen kann. Erstes Katzeninsigne. Nein! Ich muss das wirklich fünfmal machen? Das ist aber keine gute Idee, Nintendo. Das lässt ein kleines bisschen Kreativität vermissen, oder? Wow.
dieses Eis. Warum hat er damit keine Probleme? Ich sehe nicht, dass er irgendwie besonders Spikes an den Füßen hätte oder so. Ja gut, jetzt. Ich sehe schon. Ultra-Attacke! Ins Nirgendwo. Ich kann den nicht einholen. Er ist zu clever. Boah, ey. Und natürlich haut er in die andere Richtung ab. Das hätte ich mir fast denken können. Wenn er nicht so dumm über die Eis... Jetzt lacht er mich schon wieder aus. Tja, jetzt ist er ausgerutscht. Hab's genau gesehen. Damit ist auch die Propellerfestung geschafft. Was es mit dieser Glücksinsel, wenn es denn die Glücksinsel war, genau auf sich hat und ob man das wirklich 5-mal machen muss, um alle zu bekommen, das schaue ich mir dann im nächsten Part an. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar noch, die Gigaglocke irgendwie mit zu benutzen. Wo bin ich denn hier sicher? Ich will einen sicheren Ort für meine Abmoderation haben. Da ist eine Katze. Das Spiel hört einfach nicht auf, ne? Man läuft 3 Meter, da ist garantiert irgendwas zu tun. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao. Okay.